Folge 2 steht an im Hause. Herzliches Willkommen. Ich bin hier an der Küste, wie versprochen, und meine Augen sahen hier, wie es war. Und ihn. Legendär. Potenzial. Dir. Ich möchte mich da ein bisschen ranschleichen an den. Ich glaube, so einen Schuss aus 300 Meter traue ich mich dann doch nicht auf diesen ersten möglichen Dir hier in Australien. Da lädt mich jetzt einer zum Tanz an. Jetzt schieße. Wow. Statt dir weggessen. Alles frei. Wollte eigentlich auch aufsuchen. Schauen wir mal, was uns dann erwartet. Jetzt kommt noch. Ich hoffe, es wird mit dir nicht so spannend. Nämlich ist auch ein Goldener sogar gewesen. Stark. Könnte muss von dem Zipfel da, von dem grünen Wagen rechts hinan. Schau mal, ich hoffe, dass es ein Diamant wird. Das war der erste. Natürlich sehr, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Natürlich. Der geht nicht runter, der geht nicht runter, der geht nicht runter. Geht nicht. Was habe ich verkackt? Was habe ich verkackt? Vielleicht jetzt auf die zwei noch zu schießen, weil es auch nicht so klug. Das war jetzt hektische Reaktion. Irgendwas noch erwischen. Irgendwas hier mitnehmen. Ich glaube, ich habe nämlich verkackt. Hier habe ich. Eins ist aufgetaucht. Dahin geballert. Zweite aufgetaucht.
Schauen wir uns zuerst das an. Silber, Olivfarben. Der gute Schuss ist noch da, der tödliche. Hat mir zu lange gedauert. Sieht auch nicht jemand. Es ist es. Scheiße. Perfekt getroffen. Hat nur lange gedauert. Natürlich ausstopfen. Pass. Ich glaube, dann werde ich in dieser Folge den Plan ändern. Wäre jetzt doof, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Aber gut, die Groko wäre abgehakt. Bis zur Weite entlang könnten wir drauf gehen. Am Tank habe ich jetzt keine Waffe mit. Wir sind ja auch in dem Gebiet. Könnten wir drauf gehen. Schauen. Oder wir gehen jetzt weiter in den Schatten. Silber, Groko ist gelungen. Dann machen wir es anders. Gute Planänderung. Ich hole mir jetzt eine Weapon für die Pantanks. Dann werden die gejagt. Wenn wir natürlich das Diamanttier in die Lodge springen. Oder das. Vielleicht machen wir das dann mal gemeinsam. Vielleicht finden wir ein zweites und dann machen wir das. Oder ich stelle es mal aus und zeige euch das dann. So, das ist. So, brauchen. Genau, man denkt, dazu bräuchten wir. Ja, 300 habe ich mit. Auch genug. Magnum. Jagd nach dem legendären Ating. Kannst du da mal als Weg 600 Meter setzen? Und dann habe ich jetzt eben noch nichts aufgetan. Das ist jetzt natürlich eine sehr unkoordinierte Folge, muss ich schon sagen. Bin's gleich. Sekunde. Ich bin es. Gut, das ist die 400 Magen. Ah, 400 Magen. 300 Magen. Gut. Codex. Ah, da kann man schauen, wie viel 17 Diamanten geschossen. Geht jetzt hoffentlich. Ja, der Fauna.
Ten. Gut. Schauen wir mal, ob wir was finden jetzt in der Folge. Du hast wahrscheinlich jetzt eine ruhigere Folge als die Kroko-Folge, denn wir werden hier nicht so viel sehen. Hier war ich noch nicht. Wird mir eine Erkundungsfolge. Ich möchte euch ein bisschen mit euch reden über die kommenden Projekte, die auf jeden Fall geplant sind. Geplant ist auf jeden Fall jeden Tag ein Video. Mindestens. Das heißt, Spiele im Herbst stehen an wie City Skylines 2, unbedingt. Spider-Man 2 ist ein Pflicht. PD 3 ist ein Pflichtspiel. Die möchte ich natürlich alle schauen, dass ich da unterbringe. Was habe ich jetzt noch im Petto? Videos von Fortnite wird es wahrscheinlich keine geben, außer vielleicht einzelne starke Runden, dass ich die vielleicht mal mitschneide. Aber das wird eher eine Twitch-Sache. Fixe Streaming-Zeiten habe ich jetzt auch noch nicht. Kommen aber dann auf jeden Fall bestimmt. Was aber auch sehr wichtig wäre, wäre jetzt über den Sommer die Projekte zu erklären einmal. Im Herbst kommt dann auch wahrscheinlich noch LS22. Da starte ich mit dem lieben Angamer bei 0 Euro und wir bauen uns dann quasi einen Hof auf mit 0 Euro. Wir beginnen nur quasi mit einem Rasen, also einer Grasfläche und mehr erfahrt ihr dann eh. Ansonsten, ja, Call of the Wild möchte ich jetzt eigentlich immer zwischendurch bringen. Ansonsten könnt ihr mir Vorschläge natürlich geben, was für Projekte ihr vielleicht sehen wollt, Ideen bringen. Ich hätte noch sehr am Überlegen, obwohl ich es erst vor kurzem quasi pausiert habe, mit Evil Dynasty, meine Überlegung eventuell wert, dies zu beginnen hier neu. So, Button. Schauen wir mal, was hier so vorbeigekommen ist. Die Spuren aber von Axis hier. Gut. Wäre auf jeden Fall ein Sechser, den könnten wir rausnehmen. Sechser. Auf jeden Fall zum Rausnehmen. Herrenmanagement wäre das natürlich wichtig. Ich versuche das natürlich auf jeder Karte ein bisschen zu betreiben. Einen richtigen Quine werdet ihr vermutlich nur zwischendurch sehen. Also motiviert bin ich das jetzt nicht hier zu streamen oder zu machen. So, ich mag das Spiel nicht und ich will unbedingt einen Great One haben. War jetzt so, dass ich da richtig reinsuchte mit 1000. Die werdet ihr mir das jetzt nicht wahrscheinlich erleben. Gut, wir gehen weiter Richtung der Küste und schauen, was sich da noch tut. Nichts mehr. Ja, also Ideen, Vorschläge gerne willkommen. Ansonsten, ja, habe jetzt noch nicht so viel Pläne. Es wird entstehen auf jeden Fall wieder den Kanal wieder zu beleben und durchziehen. Durchziehen ist das Standard. Ich wollte keinen neuen Kanal machen, weil ich noch glaube, hier was zu reißen. Ansonsten ja. Kann ich noch nicht so viel dazu sagen.
jetzt eben schon wieder am Tisch. Fünfer gerade eigentlich auch weg. Fünfer gerade jetzt weg. Das ist natürlich alle. Ich muss aber gleich hier bringen. Die fressen natürlich alle. Trinkzeiten sind vorbei. Habe ich da eine Trinkzeit? Nein, da werden sie wahrscheinlich trinken. Ich habe hier auch noch kein geiles Setup aufgebaut, eigentlich fast auf keinen Karten mehr. Durch dieses sporadische Spielen hat der Biber immer was kaputt gemacht. Und finanzieren muss man das ja auch. Wo ich auf jeden Fall mehr reinsuchteln möchte, wird dann auf jeden Fall Savanne. Also, wir werden hier jetzt auf jeden Fall Zeit verbringen in Australien, aber Savanne ist so. Da gibt es halt leider noch keinen Quedron. Und das ärgert mich tierisch, dass es da keinen Quedron noch gibt. Ja, ich hoffe auch eigentlich schon die ganze Zeit auf eine zweite afrikanische Map, aber es ist egal, mich ärgert es einfach, dass es da noch kein Great One gibt. Es gibt jetzt so Karten mit zwei Great Ones und hier schaffen wir es nicht einmal einen auf eine Karte zu bringen. Das hast du eigentlich auf jeder Karte mittlerweile einen Great One. Gut. Ja. Silberner. Stelle das Schwein. Verdammt, kann ich das Schwein sich bis gehen. So eine Fünfer-Ding. Zwei. Ja, dann. Ah ja. Und die gehen bis fünf. Den rausnehmen. Ach, die Herde ist hier schon ausgegangen. Steht was unter uns auch noch? Scheinslöschen. Was mit dem Schweinzisch dann mal? Man denkt, müssten hier dagegen aber auch. Jetzt ein Küsse eins da runter begeben. Schnell ein. Südosten geht der Wind, das ist natürlich eine Kakerlake, wenn er nach Südosten geht. Genau 0,0. Dann haben wir nur ein Gerüchchen. Kriegen wir aber hin, glaube ich. Jetzt sind wir uns dann im Weg vor. Natürlich. So, wir nehmen dich mit.
1 bis 5 passt. So, so. Gut, in der Folge hat es aber bis jetzt nicht so viele Abschüsse gegeben. Es wird natürlich jetzt von den Folgen hier in Australien auch nicht so sein. Wir haben eine ganze Feind-Setup oder so. Da hinten läuft glaube ich schon was. Damisch! Und wir werden hier Richtung Segen. Schon. So, Schweinshirschen. Die werden jetzt trinken dort auf dem See. Vielleicht erwischen wir da was Gutes. Ansonsten werde ich versuchen, eben in nächster Folge da die Küste mal auf Pantanks zu untersuchen. Da uns mal hinbegeben. Ich habe mich ganz wenig aufgedeckt. Man sieht es ja da eigentlich schon. Zelt. Habe ich eins da. Ich habe schon ein bisschen was habe ich aufgebaut hier. Aber es ist noch nicht so. Der mega Dings. Was ich halt, was ich bei Leuten gut finde, ist, die sich ein Grind Setup aufbauen und dann auf anderen Karten, also abbauen auf der Karte wieder und auf anderen Karten aufbauen. Natürlich, es spart eine Menge Geld, aber das aufzubauen ist halt natürlich wieder. Man eigentlich mitnehmen. Die Saw ist weg. Scheiße. Gut, das könnte dann auch der letzte Abschluss gewesen sein für. Oh. Ja. Ah, ein Dreier. Ja, vier kann. War der weg eigentlich? Ein Axis. Aber wurscht, wir gehen jetzt da runter. Oder dann anschauen, wie wir die Route angehen. Wahrscheinlich werden Pantanks das nächste Mal bejagt. Oder versucht zu bejagen. Vielleicht werde ich jetzt noch was abquasen, ob ich was finde. So, ist ein Silberser. Ansonsten ja, wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Macht es gut. Und ciao. Mit V.